In einer Umfrage haben wir Jugendliche zwischen 11 und 18 gefragt, rauchst du? Und das sind unsere Ergebnisse. 70% der Jugendlichen sagen, dass sie gar nicht rauchen. 30% rauchen manchmal bis regelmäßig. Danach wollten wir wissen, wenn du rauchst, warum? Dies sind die überraschenden Antworten. Für 5% Nennungen in einer Kategorie steht eine Schachtel Zigaretten. Weil es cool ist oder weil Freunde rauchen, sind selten genannte Gründe. Mit Abstand der meistgenannte Grund für Jugendliche zu rauchen ist Stress bzw. der Wunsch zu entspannen. Man kann vermuten, dass Kinder, deren Eltern rauchen, auch selbst rauchen. Wir haben die Jugendlichen, die rauchen, gefragt, ob ihre Eltern rauchen. Wir bekamen folgende überraschende Antwort: Nur die Hälfte ihrer Eltern raucht. Immerhin 30% der Eltern von Rauchern sind Nichtraucher und 20% rauchen nicht mehr. Zigaretten darf man erst ab 18 kaufen. Aber woher bekommen die Jugendlichen, die rauchen, ihre Zigaretten? Neben Freunden, die Minderjährigen Zigaretten geben, kriegen die Jugendlichen selbst ihre Zigaretten sehr oft auch an Kiosken. Danach wollten wir mehr über Zusammenhänge wissen. Wie wird das Raucherverhalten beeinflusst? Würden die Jugendlichen, die nicht rauchen, anfangen zu rauchen, wenn Zigaretten billiger wären? 90% der Nichtraucher sagen nein. Oder würden sie anfangen zu rauchen, wenn Rauchen erlaubt wäre? Auch hier antworten 90% der Jugendlichen, die noch nicht rauchen, mit Nein. Wie man sieht, lassen sich nur die wenigsten Nichtraucher vom Preis oder von einer offiziellen Erlaubnis zum Rauchen anstiften. Die Raucher unter den Jugendlichen fragten wir, würdet ihr mehr rauchen, wenn Zigaretten billiger wären? Immerhin 60% der Jugendlichen würden nicht öfter rauchen, selbst wenn Zigaretten billiger wären. Und andersherum, würdet ihr aufhören zu rauchen, wenn Zigaretten teurer wären? 50% der Jugendlichen würden auch bei steigenden Preisen weiter rauchen. Würden die Jugendlichen mehr rauchen, wenn es erlaubt wäre? Nur 30% würde öfter rauchen, wenn es legal wäre. Also lassen sich anscheinend nur 30% der Jugendlichen in ihrem Zigarettenkonsum von einem Gesetz einschränken. Bei Rauchern sind die Einflüsse auf ihr Rauchverhalten weniger eindeutig als bei Nichtrauchern. Aber es lässt sich erkennen, dass sich auch hier noch recht viele nicht von Preisen, vor allem aber auch nicht von der Gesetzeslage, von ihren bisherigen Rauchgewohnheiten abbringen lassen würden. Zuletzt wollten wir wissen, welche Kampagnen gegen Alkohol die von uns befragten Jugendlichen kennen. Geklärt, wer fährt und bierbewusst genießen, wurden selten genannt. Don't drink and drive kannten die Älteren. Vor allem aber Kinder Limit kannten die meisten Jugendlichen.